Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu World of Warcraft, wo ich eben schon diverse Zeit mit einem kleinen Lua-Fehler mich beschäftigt habe, weil man die immer so schön lesen kann und weil man immer sofort weiß, was das bedeutet. Nun ja, ich habe Addons an- und abgeschaltet und Dodo Teufel, er scheint jetzt weg zu sein. Aber irgendwie ist jetzt auch hier unten mein Dings weg. Nee, mein Dings ist da. Mein Dings ist da. DPS. Max DPS. Ja. Was willst du denn hier, du kleiner Wurm? Naja. Und des Weiteren habe ich an OBS, meinem Aufnahmeprogramm, ein paar Einstellungen verändert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie meine... Ey. Wie meine liebliche Stimme jetzt klingt. Okay. Okay, den haben wir aus dem Öl geholt und er rennt direkt durchs Feuer. Du bist ja schlau. Was ist denn hier hinten los? Tatze, was wird denn das hier? Was wird das, wenn es fertig ist? Habe ich dir gesagt, du sollst den angreifen? Bin mir nicht sicher. Kann natürlich sein, dass ich es ihm gesagt habe. Ach ja. Warte mal, du bist ganz schmuddelig. Warte mal. Oh, der liebt mich. Doch, jetzt. Jetzt liebt er mich. Er liebt mich. Ja, wer tut das nicht, ihr Lieben? Wer tut das nicht? Es ist ganz schön früh heute mal wieder für mich. 13 Uhr im Urlaub. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich aufgestanden, schon um 11. Habe ein Bad genommen. Weil ich mir so dachte, kann man sich ja mal gönnen, ne? Mitten in der Woche. Völlig egal. Früher in meiner Kindheit, fällt mir dazu ein, haben wir immer samstags gebadet. Samstags war Badetag. Für die Kinder und für die Autos. Ich komm zu. War das bei euch auch so? Samstag war Autowaschtag und Badetag. Wo will ich eigentlich hin? Was habe ich hier eigentlich vor? Ich glaube, ich will, weiß ich auch nicht. Was ist denn das hier? Schriftrolle vielleicht? Könnte sein, ne? Ja, ja, samstags war Badetag. Und, und sonntags gab es immer was Feines zu essen. Na, so in der Woche gab es, keine Ahnung, Suppe, Brot, ne, also nicht nur Brot, belegtes Brot oder ich weiß gar nicht mehr. Nichts Aufwendiges auf jeden Fall. Und sonntags war dann der Tag, da gab es immer richtig... ja, so Braten, Kartoffeln, Soße, so in der Art. War das bei euch auch so? Das hat sich ja rigoros geändert im Laufe der Zeit. Heute ist es ja, also bei mir jedenfalls, gang und gäbe geworden, dass man auch in der Woche durchaus mal einen Braten sich reinpfeift. Oder gerne auch öfter mal in der Woche. Wenn man jemanden findet, der einem einen kauft und sowas kauft, kocht, wollte ich sagen, der einem einen kocht und sowas wie heißt das auf Deutsch, Takeaway, hier, Fressbude, das gab es ja damals gar nicht. Und heute, wenn man sich's leisten kann, holt man sich dauernd was von der Fressbude. Wobei ich aber auch sagen muss, dass auch die Fressbuden inzwischen, also sich was zu bestellen irgendwo und sich bringen zu lassen, war schon eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen Luxus. Aber inzwischen sind bei uns zumindest, Alter, was ist denn hier los? Das Öl brennt. Die Fressbuden sehr, sehr günstig geworden, finde ich. Und trotzdem, bei denen, wo ich bestelle, qualitativ absolut in Ordnung.
Wir haben hier eine Fressbude 5 Kilometer weiter. Da bestellen wir relativ oft, weil die echt leckeres Essen machen. Türkisch, Pizza, Schnitzel, ne? Ist ja dann immer so eine Kombination. Und die haben zum Beispiel so einen Gyros-Teller in Sahnesoße mit Käse überbacken, dazu Pommes und Salat. Sehr lecker, aber dafür, dass es eine, ja, Fressbude ist, die machen echte, richtige Champignons da rein. Und das finde ich schon sehr faszinierend, muss ich mal sagen. Das kenne ich von Fressbuden so nicht, also... Finde ich schon toll. Also das ist qualitativ echt in Ordnung. Ich möchte sagen, gut. Und mir schmeckt das hervorragend. Und ich habe mir auch noch keine Krätze da geholt. Bis jetzt noch nicht. Also super, der Türke da, muss ich sagen. Dieses überbackene Gyros, mein Leibgericht. Bestelle ich auch ganz gerne öfter. Und was kostet das Ding? Ich weiß es nicht, lasst mich nicht lügen. 7 Euro, 8 Euro, glaube ich. Weiß ich jetzt aber gerade nicht ganz genau. Aber in dem Dreh. Und für 7, 8 Euro mit echten Champignons und super lecker und so. Also, wenn ich mir das selber kaufen tät und kochen müsste, dann wäre ich da jetzt auch wahrscheinlich nicht so viel billiger, glaube ich jetzt nicht. Ja, vielleicht ein bisschen. Natürlich ist man immer billiger wahrscheinlich, wenn man es selber macht, aber es ist schon in Ordnung. Ja, wo war ich eigentlich? Gab's früher alles nicht, ne? Und schon gar nicht in der Woche. Ja, ja, damals. Vorm Krieg. Ne, da war noch alles anders. Was muss ich jetzt eigentlich hier noch tun? Ach so, Viecher säubern. Viecher soll ich noch sauber... No, ist ja toll. Sauber machen. So einen... Oh Gott, ey, du drehst und wickelst den armen Vogel hier, meine Güte. Wo sind denn noch Viechers? Aber ich esse auch gern mal was ganz Einfaches. Sowas wie Hühnerfrikassee mit Reis. Finde ich total gut. Ich mag auch sehr gern das gekaufte Hühnerfrikassee. Geschmacklich ist das total in Ordnung. Ich habe bei Huhn und Pute nur immer das Problem mit den Adern. Habe ich das schon mal erzählt? Ich finde Adern eklig. Tut mir leid. Und hast du gerade beim Huhn oder bei der Pute hier, beim Filet oder keine Ahnung, hast du da dauernd, schrecklich, wenn man Hühnerfilet kauft oder auch gerne Putenfilet und das aus der Packung holt, dann hat man dann immer diese, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Blutgerinnsel, die da an dem Fleisch hängen. Wisst ihr, was ich meine? Es wird immer alles bei mir komplett rausgeschnitten, ey. Da kriege ich irgendwie Krätze von. Ich bin ein Fleischfresser, ja, und das ist halt so. Ja, weiß ich auch, aber weiß ich nicht, brauche ich nicht. Also Adern in meinem Fleisch finde ich schon sehr eklig. Und in diesem gekauften Hühnerfrikassee hängen überall an den Fleischstücken die Adern dran. Da könnte ich einfach nur kotzen, ey. So gern ich das esse... Aber das ist eine ganz fürchterliche Sortiererei bei mir. Das sieht auf dem Teller immer aus, als hätte ich gewütet. Oh, was ist mit euch? Lasst mich doch mal hier durch. Genauso, wenn es halbes Hähnchen gibt oder Hähnchenschenkel oder überhaupt irgend sowas in der Art. Das sieht immer aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen auf meinem Teller. Ich sortiere das alles raus. Ich puddel die Adern da ab, hauptsächlich muss ich nicht in meinen Mund stecken, ey. Ich weiß ja nicht. Wie geht das euch da so? Ist euch das total egal? Rein in den Mund und weg damit? Also ich bin eigentlich kein... Ja, wie heißt... Ich habe irgendwie heute ein Deutschproblem. Ich bin eigentlich kein Picky Eater. Also ich esse schon alles so, aber... Ja, ich habe auch mit nichts eigentlich große Probleme. Klar gibt es Sachen, die ich lieber mag als andere und Sachen, auf die ich verzichten kann und deswegen auch nicht esse.
Aber eigentlich kann man mir schon alles irgendwie vorsetzen. Naja, aber also Adern im Essen, das geht gar nicht, ey. Ja, dann ess vegetarisch. Nee, mach ich nicht. Ich brauch mein Fleisch. Ich brauch mein Fleisch. Schmeckt mir gut. Ist halt so. Ja, Mensch. Wo kennt ihr Weckewerk? Müsst ihr mal googeln, wenn ihr es nicht kennt. Das ist im Prinzip irgendwie Fleisch, aber irgendwie sehr fettig in der Konsistenz, krümelig und isst man irgendwie mit sauren Gurken und Kartoffeln. Ich weiß es nicht, also auf jeden Fall mit sauren Gurken. Ich weiß es nicht, weil ich mag es nicht. Weckewerk, das ist so einfach nur. Also das, wenn er mich mal zum Essen einladet, das braucht ihr mir nicht servieren, das esse ich nicht. Also ich meine, wenn ich verhungern würde, würde ich es auch essen. Ich kriege jetzt keine Pickel davon oder so, ne? Aber also das brauche ich mal so gar nicht. Säbeltron, okay. Ja, Weckewerk. Müsst ihr mal googeln. Kann natürlich sein, dass das jetzt irgendwas Nord. Falsche Taste. Etwas Nordhessisches ist, da bin ich mir gerade nicht sicher. Genauso wie Handkäse mit Musik. Das ist nicht nordhessisch, aber es ist hessisch. Ihr lieben, Handkäse mit Musik, auch das könnt ihr gerne mal googeln. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ist halt Handkäse und dann sind da irgendwie Zwiebeln dran. Und dann ist das in irgendwie so einer. Ich will nicht sagen Lache, aber oder so einer Soße. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich brauche. Also es ist so, dass Handkäse ist überhaupt das Letzte, was ich brauche. Genauso, was ich auch nicht brauche, ist Kochkäse. Und dann gibt es noch den Kochkäse. Oh, mein Vater hat früher immer Kochkäse so gern gegessen, das weiß ich noch. Und dann gibt es diesen Ihr seht aus, Kochkäse als wüsstet ihr eine mit gute Geschichte zu Kümmel würdigen. drin. Alter, das ist so ekelhaft, ey. Ich hasse Kümmel. Oh, ich hasse übrigens Kümmel, ne? Was ich auch nicht mag, ist Muskatnuss. Das brauche ich überhaupt nicht am Essen. Ist das hier besser als meins? Ja, das ist, was? Isera wirft dieser einen Kuss zu. Die knutschen hinter mir. Das ist ja nicht zu glauben. So, warte mal. Mithilfe Aha, dieser drei sucht Schriftrollen kann ich Loroja euch in beweisen, wie ihr Eidwens erleichtert. Höhle. Aha. Schaut mal wieder bei Nola vorbei. Kochkäse halt. Kennt ihr Kochkäse? Mit Kümmel? Ihr seht aus, Alter, was als habe ich hättet denn ihr hier für einige Themen drauf? Naja, nicht es ist gemacht. 13 Uhr bei Wie soll manchen Leuten. Tortolana Ich muss lieben Geschichten die austauschen. Geschichte von Nalogo, einem jungen Tortolaner, der die ganze Welt bereist hat? Während wir Ihnen diese Geschichten erzählen, müssen junge Tortolaner Nalogo durch ein kleines Labyrinth führen und dabei verschiedene Herausforderungen meistern. Zunächst eine einfache Aufgabe. Geleitet Nalogo zum Ziel. Oh, ist das unser Schildkrötenrätsel, was wir schon mal gemacht Früher war ich haben? auch ein Abenteurer. Und dann habe ich etwas aus mir gemacht. Haben wir das mit der Hexe gemacht? Oder haben wir das mit ihr gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Schwierig, wenn man. Nehmt niemals Geschenke des Schwarzen Imperiums an. Ach, das ist auf jeden Fall unsere Schildkröte. Das ist klar. Ich weiß gerade nur nicht, das haben wir mit der Hexe gemacht, ne? Das ist ja süß. Dann haben wir das hier auch. Und da ist unser Ziel. Nam, 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 nam. So, wie war das? Ja. Befehl geradeaus zu gehen. Das ist nur drehen. Was sind das für Dinge? Ja, warte mal. Wir gehen mal los. Die Dinger sind im Weg. Das ist mir klar. So, dreh dich mal. Das ist voll niedlich. Dreh dich mal. Jawohl. Ja, bin da. Wurde die gerade weggebammt? Das war nicht so schwer, oder? Naja, würde ich so nicht Nun, sagen. könnt ihr Nalogo zum Schatz führen und dann zum Ziel, ohne dass er seinen zurückgelegten Pfad kreuzt? Ich denke.
Brauchen wir ja nur hier lang. So. Dann geh mal los, Nalugo. Wir beide kennen uns ja schon. Also ich kenne dich, du mich nicht, aber das macht nichts. Guck mal, da ist der Schatz. Ja, und dann gehen wir einfach hier hinten durch, oder nicht? Da kreuzt sich nichts. Voll süß. Voll süß. Gut gemacht. Dankeschön. Gut gemacht. Cool. Dass wir das hier auch haben, finde ich richtig. Supi finde ich das. So, warte mal. Da ist die Höhle. Da müssen wir hin. Was wollte ich eben sagen? Achso, ja. Kurz nach eins. Bei manchen Leuten gibt es da... Na, du dickes Mammut. Bei manchen Leuten gibt es ja da was zu essen. Hey, den habe ich auch. Warte. Guck mal. Oh. Also, geht doch. Ja. Da kann man auch mal übers Essen sprechen, ne? Muss ich hier... Müssen wir hier rum? Ah. Okay. Da einmal rein. Jetzt hol die fette Schildkröte. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Ich nuschel nicht, habe ich schon mal gesagt. Eine schmackhafte Opfergabe. Es sammelt 50 Seetang. Vernichtet Alicia Knauser. Nicht alles im Ozean hat mein umwerfendes Aussehen oder meine guten Manieren. Alicia Knauser. Ist aber nicht hier, ne? Na gut. Schwimmen wir mal hier raus. Gucken mal, wo die sind. Oder ist die vielleicht doch im Wasser? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Man weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Ah. Oh. Okay. Aha. Ich könnte mich eventuell direkt von vorne nähern, in der Hoffnung. Tatze? Go. Aber zum Looten muss ich ja sowieso dahin. Obwohl, warte mal, hatte ich nicht irgend... Warte mal. Nee. Hä? Hä? Nee, ich glaube, das war bei Guild Wars, ne? Da hatte ich einen Spell, damit konnte mein Tier die Sachen einsammeln. War das so? Bin mir gerade nicht mehr sicher hier. Ach so, sie ist noch da. Ja. Alles gut. War das bei Guild Wars oder war das hier? Weiß es nicht mehr. Aber ich... Stampede ist klar. Ich habe jetzt hier nichts in der Leiste. Ja, ich gucke gerade auf die Leiste. Und nicht auf Alicia. Ich glaube, es war bei Guild Wars. Das war echt cool. Da konnte ich dem Pet sagen, sammel auf. Oder habe ich das doch hier? Warte mal. Nee, das ist alles was anderes. Da schieß alles, was on the race. Dann war das wahrscheinlich doch bei Guild Wars. Lasst ihr mich mal hier in Ruhe durch. Der Schatz ist oben. Da ist auch noch was. Ach, guck mal. Ey, was ist denn das hier? Eine Bombe. Wir öffnen einfach mal die Bombe. Sammelt 5 Botbrecherbomben. Okay, ja, warum nicht? Was ist das hier? Ach so, den Seetang. Ach, natürlich. Entschuldigung. Fast schon wieder vergessen, ey. Eins mit dem Meer. Schwimmgeschwindigkeit. Ach, ich kann unter Wasser atmen. Ich wollte gerade sagen... Ich wollte gerade sagen, jetzt hätte ich gerne meine Hexe. Die kann das ja von Natur aus unter Wasser atmen. Aber hey, brauche ich gar nicht. Ist ja nice. Ach, Blizzard. Das hast du doch schon wieder viel zu einfach gemacht hier.
Mecker. Nee, nee, ist kein Meckern. Ich finde es super. Ich stelle es nur fest. Sonst musste man bei sowas ja immer 300 Mal auftauchen. Bis man so eine Aufgabe dann mal fertig hatte. Wer bist du? Brauche ich dich? Du könntest Seetang haben, okay? Ach ja, dann komm. Geht das mit dem Rückzug im Wasser eigentlich? Okay. Schien aber nicht ganz so weit oder ganz so agil nach hinten zu springen im Wasser, ist klar. Was ist denn hier los? Och, Gottchen. Kann den Fisch häuten. Mach ich das doch. So, was ist hier hinten? Seetang. Schlickpest. Okay. Können wir ja mal... Oh, ich sehe sie schon, die Schlickpest. Hui. Du bist schon ein bisschen, naja, ich will nicht sagen hässlich, aber... Tatze, kommst du dann, hoffe ich, aus dem Wasser. Oh ja. Tatze kommt raus, Wunderbärchen. Dann muss ich da in den Schlick gleich rein, ne? Wenn ich da looten will. Ne? Geh weg mit deinem Scheiß. Hihi. Die Tasten benutze ich eigentlich so gut wie nie, ne? Q und E. Also von der Bewegung her. Aber, ja. Ich bin gleich tot. Oh my fucking goodness. Warum? Ja, weil ich hier blöd rumhample. Warum? Nein, gib mir nur mal einen Heiltrank zur Not. Was ist denn da eben passiert? Da habe ich ja überhaupt nicht hingeguckt. Ich denke eben so hier unten, ich sehe die Leiste und denke so, hä, wo ist mein grüner Balken hin? Aber hey, nichts passiert. Fuxi. Komm mal da raus, Tatze. Alter. Das hätte mich ja jetzt fast das Leben gekostet. Lebender Ölkanister. Okay. Aha. 2-2. Warte doch mal. 2-52 gegen den Honigtopf. Übergießt den Gegner mit heißem Öl. Okay. Okay, warum nicht? Dann ersetzen wir das mal. So, wartet mal. Das wollte ich. Okay. Falsche Taste. Das wollte ich raus haben. Könnte ich ja zur Not mal da reinlegen. Ich denke zwar immer nicht dran, sowas zu aktivieren, aber. Okay. So, wir müssen wieder abtauchen. Mein Gott. Das hätte jetzt fast ein Desaster hier gegeben. Und warum? Warum? Weil ich hier nur am Quatschen bin. Was seid ihr denn hier alle? Alter, hier ist voll die kleine Stadt. Ach, deswegen kann ich auch hier atmen. Guten Tag, werte Guten Tag. Kauf mal meinen Kram, bitte. Werte Dame. Das ist ja nice. Cool, 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 cool. Ich verkaufe gerade mal nur ein bisschen, ne? Ja, schon wieder so unglaublich. Nein, die Vorlage hatte ich noch nicht gesammelt. Gib mir das zurück. Ich habe die Vorlage noch nicht gesammelt. Die hatte ich aber gesammelt. Das geht ja gar nicht. Ich sieh das mal an. Ich will doch Vorlagen sammeln. So, okay. Mann. Muss man aber aufpassen. Was hatten wir hier? Ach, den Honigtopf. Jo, den kannst du auch haben. Aber die waren echt viel schlechter hier als... Komm her, wir mit dem Schnodder. Ne?
Ja. Weg damit. Weg damit. Danke. Bald ich mal gerade. Ausdauer nur ein bisschen, dafür geht der Krit so runter. Weg damit. Weg damit. So. Das sieht doch schon wieder ein bisschen besser aus. So, alles klar. Es kann weitergehen. Cool. Mord. Morty, der Kugelfisch. So, warte mal. Hier ist eine Bombe. Okay, haben wir schon. Aber warte doch mal. Wenn hier so eine kleine Siedlung ist in der Stadt, will ich es mal nennen. Ja, nee. Ohne Flugpunkt kriegt man das ja hier nicht gescheit angezeigt. Finde ich aber trotzdem sehr nett. Schriftrollen und sonstiges. Was gibt's hier noch? Gibt es sonst noch irgendwas Gescheites hier? Ledermeister. Kugli, wer bist du? Bertie. Und Doris. Oh, Doris. Das ist ja witzig. Kugelfisch namens Doris. Ach ja, schön. Können wir das auch abgeben? Die Musik ist klasse hier. Dum, 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 dum. Warte mal. Wir haben jetzt hier noch Säbeltron. Musik ist echt cool. Aber was drücken wir denn mal? Wir drücken mal das hier und das. Ich genieße gerade die Musik. Jetzt ist er wieder unten. Ist er da in der Höhle? Ah, Säbeltron Techniker. Okay. Mechaniker. Säbeltron Techniker. Muss ich den erst umprügeln? Kommt der Säbeltron dann raus? Oder wie ist das hier gerade mal gedacht? Weil wenn hier schon ein Säbeltron-Techniker ist, dann wird ja auch der Säbeltron hier sein. Oder hat den gerade jemand umgeprügelt und er ist einfach gerade nicht da? Ah. Oh. Der ist ja cool. Der ist ja... Guck doch mal. Ist ja witzig. Ja, ja, okay. Konzentrieren und ummachen. Ich weiß, aber... Trotzdem witzig. Ich könnte mal das Ölfass zünden. Hat das jetzt Schaden gemacht? Hab's gerade gar nicht richtig gesehen. Egal. Kann man den als Reittier haben? Nee, ne? Obwohl ich glaube, so richtig dann als Reittier wäre dann ein bisschen affig. So, ranpirschen, looten. Ach, jetzt habe ich den Loot, will ich aber haben hier. Den Loot möchte ich aber... Och, da liegt der. Rein theoretisch. Der atmet so... Okay. Okay, wir gehen.
Nein, wir gehen doch nicht. Och Mann, ihr wart die ganze Zeit lieb, ey. Warum? Was habe ich denn jetzt gemacht? Bitte. Da ist er oben. So, du jetzt noch. Du kriegst ein paar Raben. So, jetzt aber raus hier. Ich erkenne eine Lusche, wenn ich eine sehe. Du erkennst eine Lusche? Hast du einen Spiegel? Oder was? Oder wie ist hier los? Ja, siehst du? Blöd, Mann. So. Ich möchte gerne. Ja, jetzt möchte ich erstmal gerade gerne hier die Aggro verlieren wieder. Und dann könnten wir. Money, mein Gott, ey. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Geh weg. Geh weg, ich sag es dir. Ach, unten in der Höhle. Och Gott, ey, ja. Hui, Beine brechen. Oh ja. Das hat wehgetan. Wo war denn jetzt? Wo ist denn. Oh. Ja. Eieiei. Das arme Mammut, was das alle mitmachen muss, ne? Erst breche ich ihm die Beine und jetzt muss es auch noch abtauchen. Ich möchte hier jetzt gerne abgeben gehen. Guten Tag, werter Herr. Dame, du blöde Dame. Ja, genau. Ganz genau. So, das haben wir auch erledigt. Ja, ich mag Schildkröten. Gucken wir gleich. Und böser Brecher, okay. Bietet Eitwen die Opfergabe da? Alles klar. Zerstört den Riffbrecher. Nicht alles im Ozean. Nehmen wir auch. Oh. Mein umwerfendes Aussehen. Spezialbombe, um den Riffbrecher zu zerstören. Okay. Machen wir aber, ihr Lieben, in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es euch gefallen hat. Däumchen hoch. Und bis dahin, eure Trin.